Hallo, hier ist der Florian von Flo fährt Lokparade Teil 2. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Dieselloks wie immer nach dem Intro. Los geht's mit der BR236 oder auch V36, die schon in den 30er Jahren gebaut wurde als leichte Rangierlok. Ich finde das eine besonders schöne Lok, deshalb wollte ich sie unbedingt in meinem Bestand haben, auch wenn sie jetzt Ende der 70er Jahre, wo mein Zeitraum so sein soll, Anfang der 80er, eigentlich nicht mehr groß im Dienst war, weil die dann durch die V60 ersetzt wurden. So, hier habe ich die V90, das ist eine von den zwei Loks, die ich schon mit MFX-Decoder gekauft habe. Das heißt, eine meiner neuesten Loks quasi, und die hat auch eine Telex-Kupplung. Das ist für eine Rangierlok eigentlich super praktisch. Der Diesel-Lok-Klassiker darf natürlich auch nicht fehlen, die V200 in ihrer typischen Lackierung. Eigentlich ein Muss auf jeder Anlage, wenn man Dieselloks hat, dass man die auch hat. Das war meine erste Lok, die ich digitalisiert habe. Da habe ich es ausprobiert, wie man das überhaupt macht. Dann die BR212, davon habe ich insgesamt drei Stück. Einen Ozeanblau-Beige und die anderen im dunklen Rot. Passend zu meiner Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, waren die auch weit verbreitet. Kann ich sicher auch mal in Doppeltraktion fahren lassen, so wie hier jetzt, oder einzeln, ganz unterschiedlich. Was natürlich auch auf keinen Fall fehlen darf, ist ein Dieseltriebwagen, und da eignet sich der VT98, der Entenköpfer, natürlich am allerbesten. Der ist hier in der Gegend auch rumgefahren, ziemlich viel. Da hat er auch seinen Spitznamen her. Eigentlich auch ein Muss, den zu haben. Wenn man eine Nebenstrecke hat, braucht man das Ding eigentlich auch. Zumindest Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er. Da sind die nämlich noch umgedüst hier in der Gegend. Dazu habe ich auch noch Beiwagen. Ob ich ihn mit ein oder zwei Beiwagen fahren lasse, weiß ich da noch nicht. Das werde ich dann sehen. Vielleicht wechsle ich das ja auch immer mal wieder. Als Exot zwischen reingeschoben habe ich dann noch eine BR232. Die wird aber jetzt nicht so oft über meine Anlage kullern, schätze ich mal, weil die gab es zwar schon, weil das eine der ersten Ludmillas war, die halt so gebaut wurden. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gab es die aber sicher noch nicht im Bestand der Deutschen Bundesbahn. Und da ich ja eher was von Süddeutschland darstelle, passt halt eine deutsche Reichsbahn-Lok nicht so richtig rein. Ja, und zu guter Letzt die BR216, auch davon habe ich drei Stück. Eine Ozeanblau-Beige, die anderen beiden dunkelrot. Ja, also die gab es so oft, da muss man eigentlich auch ein, zwei auf der Anlage haben, habe ich mir so gesagt. Leider habe ich keine 218 bis jetzt. Mal gucken, ob ich mir da nochmal eine kaufe. Und eine 215 oder so habe ich auch nicht. Insofern müssen jetzt immer die 216er herhalten. Das war es dann auch schon wieder mit meinen ganzen Dieselloks. Eigentlich brauche ich ja noch ganz dringend eine Köf. Ich habe aber noch keinen für einen annehmbaren Preis gebraucht gefunden. Mal gucken, vielleicht kaufe ich die mir auch irgendwann mal neu. Die restlichen Dieselloks sind amerikanische Loks. Die kommen im anderen Teil meiner Vorstellung. Ja, und bis dahin bleibt gesund und munter. Und hoffentlich bis bald, wenn es dann mal wieder heißt, herzlich willkommen bei Florian von Flo fährt.